Eine Kartoffel mit Schale 20 bis 25 Minuten kochen, mit einem spitzen Messer Garzustand prüfen. Das Wasser abgießen, die Kartoffeln pellen. Achtung, nicht auskühlen lassen. Noch heiß nach Wunsch gröber oder fein zerstampfen. 25 Ohm erhitzte Milchsalz, etwas geriebenen Muskat und die EL-Butter darunter rühren. Varianten, etwas Sahne dazugeben, gehackte Kräuter wie Petersilie untermischen, Knoblauch reinpressen. Ganz mediterran, nur mit etwas Kochwasser grob zerstampfen, Salz und 2 bis 3 Esslöffel Olivenöl da untermischen, nach Wunsch 1 bis 2 Esslöffel hellen Balsamico darüber geben. Hier kochen die Kartoffeln in der Schale, das hält die Geschmacksstoffe beisammen und die Knollen bleiben trockener, gut für Stampf und Püree. Zutaten für 4 Portionen, Zeit 40, 15 Aktivnährwert 200 Kilokalorien, 6 Gramm E, 5 Gramm F, 35 Gramm KH, 4 Gramm B.